Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 2. Mai. Senftenbergs Stadtverordnete haben bei ihrer letzten Sitzung eine interkommunale Zusammenarbeit mit Großregen auf den Weg gebracht. Dabei wollen beide Kommunen die ambulante medizinische Versorgung in der Region stabilisieren, gemeinsam Fachärzte anlocken und das möglicherweise in einer gemeinsamen MEG-Struktur. Eine Entscheidung zu einem Ableger der medizinischen Einrichtungs GmbH in Großregen müsse jedoch die Kassenärztliche Vereinigung treffen. Ein solches Projekt hätte brandenburgweit Modellcharakter, schreibt die Stadt Senftenberg. Ein gleichlautender Beschluss wurde seitens der Stadt Großregen bereits gefasst. Flower Power war am 1. Mai rings um das Theater Neue Bühne in Senftenberg angesagt. Das Maifest stand im Zeichen der wilden 70er Jahre. Da war es nicht verwunderlich, dass viele Gäste in Blumenkleidern, Schlaghosen und mit Mega-Sonnenbrillen unterwegs waren. Das Maifest der Neuen Bühne, diesmal ganz im Zeichen der wilden 70er und diesmal nicht nur auf dem Schulhof und im Theater, sondern als großes Fest auf der Rathenaustraße und auf dem Heinz-Klevenow-Platz. Neben dem bunten Treiben gab es Ausblicke auf die neue Spielzeit und einen Vorgeschmack auf das Musical Hair, das am 1. Juni im Amphitheater Premiere feiert. Auf der KWG-Bühne auf dem Heinz-Klevenow-Platz gab die Theatercrew dann auch weitere Ausblicke auf den Amphisommer. Theaterführungen, Vorlesungen, heiße Rhythmen, das war das Theaterfest 2024. Dank der Kooperation mit der KWG noch größer als je zuvor, freuen sich die Veranstalter. Mit einem großen Familienfest hat die Großregener Kita Haus Kunterbund ihr neues Außengelände präsentiert. Bereits während der Planung durften die Kita-Kinder Wünsche äußern. In einer Kinder-AG im Hort wurden die Vorschläge aufgearbeitet. Das Außenspielgelände ist etwa 1 Hektar groß. Die Hälfte gestaltete die Agrargenossenschaft Großregen. Die Außenfläche wurde erweitert, erhielt neue Spielgeräte und Wege. Der alte Baumbestand blieb erhalten. Mit neuen Spielgeräten wurde eine kleine Stadt aufgebaut. Einige Spielgeräte werden weiter genutzt. Großregen investierte in das komplette Projekt rund 650.000 Euro aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt, davon 220.000 Euro Haushaltsmittel der Stadt. In nahezu allen Städten und Gemeinden im Sendegebiet haben die Menschen in dieser Woche den Mai begrüßt. Seenluft 24 war unter anderem in Lauchhammer, Arnsdorf und Ortrand unterwegs. In allen Ortsteilen von Lauchhammer wurde am 30. April zünftig in den Mai gefeiert. Das Dorfplatzfest in Lauchhammer Ost startete bereits am Nachmittag mit Kinderprogramm, Musik und Schwein am Spieß. Nach dem Fackelumzug feierten die knapp 1000 Besucher mit viel Musik in die Walpurgisnacht. Im Westen der Stadt zog es wieder zahlreiche Gäste zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Jede Menge Spaß für Klein und Groß also in Lauchhammer. Dank der vielen Helfer, die es in allen Ortsteilen gab. Die Arnsdorfer machten sich am Abend beim traditionellen Fackelumzug auf den Weg durch den Ort. Am Sportplatz feierten sie gleich bei mehreren Feuern in den Mai. Der startete in Ortrand ebenfalls traditionell, mit sprichwörtlich geölten Blitzen beim Seifenkistenrennen als Auftakt zum jährlichen Stadt- und Musikfest. An diesem Wochenende öffnen brandenburgweit wieder zahlreiche Kunstateliers für Besucher. Sie haben 2 Tage lang Gelegenheit, Künstlern bei ihrer Arbeit zuzuschauen, begleitet von verschiedenen Aktionen. Gäste können auch selbst kreativ werden oder Kunstwerke kaufen. Im OSL-Kreis beteiligen sich in diesem Jahr 23 Ateliers und Künstler. Von der Galerie an der Spreewaldräucherei in Lübbenau über den Hof der Möglichkeiten in Klettwitz bis hin zur East Photo Gallery in Grünewald. Die offenen Ateliers Brandenburg 2024 finden seit 1999 statt,
immer am ersten Maiwochenende. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Die Bevollmächtigte des Landes beim Bund, Staatssekretärin Friederike Haase, hat an diesem Donnerstag die Kreise OSL und Elbe Elster besucht. Zu Gast war sie unter anderem im Großregener Karipunkt und in der Kirche Gröden. Im Mittelpunkt standen Projekte, die im Programm Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung unterstützt werden. Nach knapp 10 Jahren Pause gibt es ab dem kommenden Jahr wieder eine Jugendweihe in Finsterwalde. Die feierliche Zeremonie werde im Mai selbstverständlich in der Kulturweberei stattfinden, so Thorsten Drescher, Fachbereichsleiter für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur. Alle weiteren Informationen folgen in den nächsten Wochen. Die Zahl der Arbeitslosen im Gebiet der Arbeitsagentur Senftenberg ist im April leicht gesunken. Sie beträgt aktuell 8,1% oder 3.000 Personen. Während die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurückging, ist sie bei den Jugendlichen leicht gestiegen. Es wurden rund 830 offene Stellen gemeldet. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarminister Axel Vogel haben heute in Paaren im Glien die 31. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung, kurz BRALA, eröffnet. Bis zum Sonntag bietet die Messe einen Überblick zur Vielfalt des ländlichen Raumes. Neben der Präsentation des Leistungsspektrums der Agrarbranche bietet die BRALA ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Wissens- und Sehenswertem für die Besucher. Neben der Landestierschau und einer Ausstellung zum Thema Landtechnik gestern und heute gibt es Informationen zu grünen Berufen und den Pro-Agro-Regionalmarkt. Mit dabei ist unter anderem das Finsterwalder Brauhaus. Soweit die Meldungen. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Auf der B96 bei Dörwalde ist Donnerstagvormittag ein Pkw beim Überholen in ein entgegenkommendes Auto gestoßen. Das kam von der Straße ab und blieb auf dem Dach liegen. Der 72-jährige Fahrer wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei Insassen des anderen Pkw schienen unverletzt, kamen aber ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße zwischen Großregen und der Kreuzung Almosen war bis etwa 11.30 Uhr vollgesperrt. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Ein Streit ist am Mittwoch auf einem Spielplatz in Lübbenau eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Kind ein weiteres geschlagen haben. Darauf gerieten die beiden Väter in eine handfeste Auseinandersetzung. Ein weiterer Mann, der den Streit schlichten wollte, wurde verletzt. Erst die hinzugerufenen Beamten konnten das Handgemenge auflösen und schrieben mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Freitag bringt einen ganztagsbedeckten Himmel mit sich bei Werten von 13 bis 19 Grad und geringer Regenwahrscheinlichkeit. Samstag bleibt es ebenso größtenteils bewölkt und am Abend ist mit leichten Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen gehen von 11 bis 21 Grad. Am Sonntag schaut die Sonne auch mal aus der Wolkendecke hervor, jedoch gibt es am Abend auch einige Schauer bei 12 bis 21 Grad.